Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu meinem Lehrer-Schule-Best-of. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde sagen, wir labern gar nicht viel rum. Let's go! Herr Keck, können Sie mir sagen, was Kapuze auf Englisch heißt? In English, please! What's that in English? Look up here! Ey, ist es gerade dein Ernst? Soll ich jetzt in dem scheiß Wörterbuch hier rumsuchen, obwohl du es mir auch einfach kurz sagen kannst, du Hund? Wie redest du eigentlich mit mir? Für dieses freche Verhalten kannst du jetzt erstmal zum Rektor gehen! In English, please, du kleiner Hurensohn! Herr Keck, darf man für etwas bestraft werden, was man gar nicht gemacht hat? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja unfair. Perfekt, weil ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Du kleiner Hurensohn! Wem sein Handy war das? Ihr wisst, Handys sind im Unterricht verboten. Wenn sich der Übeltäter nicht gleich meldet, bekommen alle eine Strafarbeit. Herr Keck, das war mein Handy. Ah ja, wer hätt's gedacht? Handy her und sofort zum Rektor. Oh, das ist ein wichtiger Anruf, da muss ich kurz rangehen. Ah ja, und das ist erlaubt, du kleiner Hurensohn. Levin, put your phone away! Mein Haus ist abgebrannt und meine Familie ist im Krankenhaus! I can't understand you! Ist es gerade Ihr Ernst? In English, please! Fuck you! Und deshalb bist du so fett! Okay, du willst es so! Ey, was machst du da? Warum streckst du? Ich hab dir gesagt, hör auf zu beleidigen! Jetzt wirst du sehen! Bitte, bitte hör auf, Bro, das war nur Spaß. Bitte, ich bekomme so Ärger. Das ist jetzt zu spät. Ja, Franz? Darf ich kurz auf die Toilette? Oh ja, Mann, du bist so ein fetter Ehrenmann. Spaß! Herr Keck, darf ich bisschen raus? Mir geht's nicht so gut. Ja, wenn's unbedingt sein muss, gehst du bisschen an die frische Luft. Aber bitte nimm noch jemand mit, nicht, dass du draußen noch umkippst. Levin! Ja, ich nehme den Franz mit. Okay, aber bleibt nicht so lange weg. Bro, das heißt Freistunde. Ja, normal, lass erstmal zu Megis. Herr Keck, ich hätte eine Frage. Wo ist denn das Problem? Ich verstehe Aufgabe 2 nicht. Aha, Aufgabe 2. Ja. Was verstehst du denn daran nicht? Also was ich da jetzt rechnen muss. Also du musst... Jedes Mal, wenn man in der Schule groß muss. Okay, jetzt ist keiner da. Jetzt kann ich schnell aufs Klo. Junge, Unterricht ist so langweilig. Ey Mann, warum stinkt's hier so? Alter, da ist jemand scheißen. Ih, Digga, ist ja ekelhaft. Wer macht sowas? Er hat weiße Air Force, das ist der eine aus der Paraklasse. Junge, wie eklig ist der? Was ein Schwein! Lass den anderen erzählen! Ja, weg hier! Wenn ich in der Schule eine Abschlussrede halten würde. Oh, nicht der! Emma, du kannst leise sein, ist eh besser so, weil es stinkt, wenn du den Mund aufmachst. Levin, wie benimmst du dich hier? Sie brauchen mir gar nichts, nein, du brauchst mir gar nichts sagen, weil ich fertig mit der Schule bin. Also halt dein Maul! Großes Dankeschön geht an Philipp, weil er mich immer abschreiben lassen hat. Sonst wollte ich noch ein paar Sachen sagen. Sophie, du bist mega die Zicke und ich konnte dich noch nie leiden. Moritz, du bist der größte Streber und mega die Petze. Und ja, der geht an euch alle. Ich bin raus. Jedes Mal am Anfang vom Schuljahr. Was geht, Levin? Lang nicht mehr gesehen. Was geht? Hab die ganzen Leute hier echt nicht vermisst. Ich auch. Ey, aber dieses Jahr ziehen wir richtig durch. Ja, ohne Witz. Jetzt strengen wir uns an und lernen für jede Arbeit. Ich hab sogar neue Stifte gekauft. Ich auch, Bro. Jetzt wird rasiert. Was? Wir schreiben morgen Mathe. Wenn man sich in der Schule früher Geld geliehen hat. Ach du Scheiße, ich hab mein Geld vergessen. Yo, Sebastian, kannst du mir 2 Euro geben? Ich geb dir die auch morgen wieder. Ja, kein Problem, aber warte mal kurz, ich muss mir da Notizen machen. Hä? Was machst du da jetzt? Ich hab einen Vertrag erstellt mit 14,87% Zinsen, damit ich auch abgesichert bin, was bedeutet, für jeden Tag, wo du mir das Geld nicht gibst, es sich immer weiter verzinst. Bruder, was?
Aber genug mit dem Geschäftlichen, hier deine 2 Euro. Viel Spaß damit. Junge, behalt dein Geld. Ich hau dir jetzt nämlich ordentlich auf die Fresse. No front an alle Mädchen, aber im Sportunterricht ist es jedes Mal so. So, Selina, wir machen jetzt Noten. Werf mal den Ball auf den Korb. War zwar nicht drin, aber ich habe gesehen, dass du dir Mühe gibst. 1-. Danke, Herr Oberschenkel. So, Levin, du bist jetzt dran. Yes, Kobe! Wow, sehr schön. Perfekte Ausführung. 3-. Was? Wenn der Lehrer mich mal wieder provoziert. Ja? Darf ich kurz auf die Toilette gehen? Sorry, we can't understand you. Kann ich kurz auf die Toilette gehen? In English, please. Can I go to toilet, du Huren? 5-Klässler früher versus heute. I just met you, but this is crazy. But here's my number, so call me maybe. Da war gerade ein Schimpfwort, sowas darf ich noch gar nicht hören. Sie sagte, fick bitte meine dicken Silikon-Titten. Was glotzt du so? Willst du ein paar auf die Fresse oder was? Wenn man in der Schule einen Ständer hat. Wer möchte vorkommen und die Hausaufgaben anschreiben? Levin! Ich? Nee, Kevin. Natürlich du. Auf geht's. Ich, hast du die Hausaufgaben nicht? Doch, aber ich... Los jetzt, geh vor. Was machst du da? Alles klar bei dir? Ich, keine Angst. Sieht man sowieso quasi nichts. Wenn man in der Schule furzen muss. Oh scheiße, ich halte den schon so lang drin, ich muss ihn jetzt rauslassen. Es sieht so aus, als würde sich ein neuer Furz bilden. Sollen wir den leisen tödlichen oder den lauten nicht tödlichen wählen? Wir nehmen die leise tödliche Variante. Er soll das auf jemand anderen schieben. Okay, Chef. Ich weiß, was ich mache. Ich schieb es einfach auf Alex. Der stinkt eh immer. Bereit zum Abschuss. In 3, 2. Was ist passiert? Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Oh mein Gott. Alle festhalten! So eklig. Der hat sich eingeschissen. Wenn man bei der Klassenarbeit keine Ahnung hat. Sag mal, Levin, was rechnest du da? Na, die Aufgabe. Rechnen. Die Aufgabe. In einer Englischarbeit. Englischarbeit? Wenn man in der Schule Geburtstag hat. Ey, der Gag weiß doch gar nicht, dass du heute Geburtstag hast. Bitte, Bro, hör auf, nein. Nö, nö. Ey, wenn du das machst, dann... Herr Gag, wussten Sie, dass Levin heute Geburtstag hat? Oh, nein. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Wollen wir ein kleines Liedchen singen? Nein, nein, ist wirklich nicht nötig. Danke. Oh doch, darüber würde er sich sehr freuen. Ich leite ein. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Wenn man eine heiße Nachhilfelehrerin hat. Endlich fertig. Ah, wegen deinen 2,5 in Mathe habe ich dir heute mal eine Nachhilfelehrerin bestellt. Nee, Mann, ich hab da keinen Bock drauf, Mama. Jetzt hör auf rumzuzicken und geh ins Wohnzimmer. Sie ist schon da. Hi. Was? Du bist meine Nachhilfelehrerin? Ja, setz dich. Okay. Was sollen wir denn heute durchnehmen? Mir egal, ich bin offen für alles. Dann mach dich mal bereit. Was machst du da? Ach so, ich dachte... Was? Nein, hol deine Schulsachen raus.